Unser Weltenbummler-Sortiment enthält die verschiedensten Pflanzen aus aller Welt. Jede punktet für sich mit besonderen Blattformen und Blattfarben. Ich unterscheide ganz gerne in die Gruppe der Sukkulenten und in die Gruppe der Blattschönen. Erfreulicherweise sind sie auch noch sehr robust und pflegeleicht. Für jeden dieser Weltenbummler gilt, nur an einem hellen, leicht sonnigen Fensterplatz bleiben sie so ausdrucksstark. Kommen wir zum Gießen. Da gibt es schon ein paar Unterschiede. Bei den Sukkulenten gilt, lieber zu trocken als zu nass. Und vor dem erneuten Gießen solltest du deine Pflanze gut abtrocknen lassen, denn dann bist du auf dem richtigen Weg. Deine Blattschönen hingegen lieben eher eine gleichmäßige, leichte Feuchtigkeit. Aber denke daran, für beide gilt, niemals Wasser im Übertopf stehen lassen. Und für beide gilt auch, im Sommer hin und wieder kräftig abbrausen. Das tut ihnen ausgesprochen gut. Auch beim Düngen gibt es ganz unterschiedliche Vorlieben. Sukkulenten zum Beispiel mögen etwa von April bis August mit einem Flüssigdünger versorgt werden. Deine Blattschönen hingegen möchten schon ab März bis September und dann sogar alle 2 Wochen gedüngt werden. Für beide gilt, außerhalb dieser Zeiten reicht vollkommen einmal im Monat aus. Das Umtopfen der Blattschönen erfolgt bei jungen Pflanzen jährlich im Frühjahr. Bei älteren Exemplaren, genau wie bei den Sukkulenten, da grundsätzlich alle 2 bis 3 Jahre. Na, Sammelleidenschaft geweckt? Viele weitere Infos rund um die Weltenbummler und noch mehr Auswahl findest du auf thom.de. Denn du weißt ja, mit Thom wird alles grün.